Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Irgendwie ist man an solchen Abenden immer froh, wenn man sich ablenken kann. Also ich bin schon jemand, der, sagen wir mal, sensibel darauf reagiert, wenn Raketen nach Israel fliegen, Israel wiederum mit Vergeltung droht. Das macht mir schon zu schaffen. Und dann war ich ganz froh, dass dann um 21 Uhr bei Prime Video die Champions League begann. Und das hat einen wirklich so ein bisschen abgelenkt. Borussia Dortmund hat gegen Celtic Glasgow 7 zu 1 gewonnen. So ein sehr überzeugendes Spiel. Jetzt soll man es auch nicht übertreiben. Die schottische Liga ist nicht die allerstärkste und Celtic machte auch nicht so den gefestigsten Eindruck. Aber Borussia Dortmund hat mir sehr, sehr imponiert. Adeyemi mit 3 Toren und dann, ja, so ist es im Sport in der zweiten Halbzeit, die Verletzung. Da tat er mir leid. Ich halte übrigens sehr viel von diesem Jungen und ich glaube, dass da auch noch viel mehr kommt und dass der ein bisschen unterschätzt wird von dem einen oder anderen. Dann hat Leverkusen 1:0 gegen den AC Mailand gewonnen. Und Boniface, ja, ich sag's in letzter Zeit häufig, der immer die Hose runterlässt, der hat das entscheidende Tor einmal mehr für Bayer Leverkusen geschossen. Stuttgart nur 1:1 gegen Sparta Prag, aber was soll man sagen, unter dem Strich ein großartiger Abend für die deutschen Mannschaften in der Champions League. 1:0. Mario Basler hat gesagt, ihm würde das ungeheuer viel Spaß machen, Trainer auf Schalke zu werden. Er wäre der Richtige. Ich befürchte, er würde das Rauchen in der Arena wieder erlauben und das würde mir überhaupt nicht gefallen, zumal dann, wenn das Dach zu ist. Also nichts gegen Mario Basler, das ist ein sehr unterhaltsamer Mensch, aber ob er nun ausgerechnet der richtige Trainer für die Schalker Mannschaft wäre, ich hätte da so meine Zweifel. Er müsste nämlich dann ganz viel Disziplin dort einkehren lassen und die Frage sei erlaubt, hat er die immer gehabt und kann er das vorleben? Ich glaube nicht. War auch nicht ganz so ernst gemeint, aber da bringt sich der ein oder andere ganz gerne mal in Position, Trainer auf Schalke zu werden. Ist, glaube ich, trotz allem immer noch eine sehr, sehr interessante und fordernde Aufgabe. Und wenn du es dann da schaffst, die Mannschaft nach oben zu bringen, dann hast du es auch geschafft. So, das war die Champions League. Morgen ein weiterer Spieltag. Ich melde mich dann morgen, ja, erstaunlicherweise schon wieder von der Ostsee. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.